Hallo, da ist der Peter Marley, Zauberillusionist aus Felsisberg. Ich bin da beim Gianfranco Salis und in seinem Podcast. Salis trifft, die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Mein heutiger Gast ist ein Weltstar. Er ist Magier, Entertainer, Illusionist. Mit Auftritt in Las Vegas, Tokio, Hollywood, Paris, Dubai, London und so weiter ist er weltweit einer der allergrössten von seiner Kunst. Seine bekannten, spektakulären Illusionen sind gespickt mit viel Glimmer, theatralischer Pose, Licht- und Farbenspiel. Er ist Experte für minutiös geplante Abläufe mit viel Technik im Hintergrund. Seit über 26 Jahren ist er an Grossanlässen weltweit zu sehen und hat bisher in über 25 Ländern regelmässig Stadien gefüllt und ist in unzähligen Fernsehsendungen auftreten. Im Jahr 2008 hat er sich ein magisches Haus mit seiner Freundin Vivi Vega speziell für Zauberkunst erbauen lassen, mit einem eigenen Theater im Erdgeschoss. Da in seinem Domizil mit herrlichem Blick auf den Zürichsee wohnt und schafft er, wenn er nicht gerade auf der Bühne steht. Und heute habe ich die grosse Ehre, beim Meister daheim im Magic House in Felsisberg auf Besuch zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung und willkommen bei Salis trifft, Peter Marway. Ja, hoi, Gianfranco, freut mich auch. Wie startet der Peter Marway in einen neuen Tag? Am besten ausgeschlafen, wenn man den Luxus hat. Und sonst halt ein bisschen weniger ausgeschlafen, aber stimmt, ich bin ein Nachtmensch. Ist das auch der Zeitpunkt, wo du am meisten an deiner Show kannst basteln? Ich bin immer dran, aber Kreativität ist dann eher am besten, weil sich weniger Leute melden. Und wie man jetzt gerade gehört. Und ich kann dann einfach machen, was ich will. Ich werde nicht abgelenkt. Was hat dich angetrieben, diesen Weg zu gehen? Ich meine, du bist mega erfolgreich, du bist ein Weltstar, überall unterwegs. Wir haben es gehört, von Tokio bis auf London, Las Vegas, Hollywood. Was hat dich da angetrieben? Neugier grundsätzlich. Und da ist immer mehr dazugekommen. Ich habe angefangen mit einem magischen Buch, wo mir in die Hand gefallen ist. Und dort hat es mir den Ärmel gezogen. Ich habe gesehen, ich kann selber Effekte umsetzen, Kunststücke zeigen, so wie ich es auch möchte sehen. Und mit dem ist die ganze Show dazugekommen und natürlich das Reisen. Und ich bin immer mehr gefragt gewesen. Und das kommt mir sonst nicht so über. Also haben sie mich weltweit eigentlich buchen, wenn sie das haben wollen gesehen. Sie haben nicht können einen Zauberer fragen von diesem Land. Und ja, inzwischen sind das also über 50 Länder, wo wir mit dieser Show auftreten sind. Gibt es gleich irgendeinen Moment, wenn du dich zurückerinnerst, wo du hast müssen beissen? Es war ein langsamer Weg gewesen. Also jede auch grosse Fernsehshow war immer nur eine kleine Stegenstufe, sage ich mal, vom Ganzen. Es hat nie eine Wendung gegeben, wo von heute auf morgen das Ganze losgegangen ist, sondern es ist wirklich ein Aufbau über Jahrzehnte eigentlich. Und das hat ja nie ein Ende. Wir sind immer am Verbessern, am neue Illusionen aufzubauen, wo man denkt, das muss jetzt unbedingt mal gezeigt werden, weil die Idee ist eigentlich vielleicht schon länger da. Es ist sicher genial, aber es ist einfach noch in der Schublade. Und das, von dem her ist es ein endloses Feld. Du bist ein Meister von dieser Kunst. Du redest von, es gibt immer wieder Sachen, die man verbessern kann. Was würdest du denn gerne verbessern oder besser können? Also es ist ja egal was, es ist nie perfekt. Und irgendwo muss man sagen, okay, ich lasse es jetzt so stehen, es ist jetzt einfach mal gut genug. Aber klar, es könnte natürlich immer noch besser sein. Und ich kann nicht überall an allen Fronten immer das versuchen, noch besser zu machen. Ich muss es mal stehen lassen und wieder etwas Neues anfangen. Also das ist ja ein unglaublicher Antrieb. Ich meine, wenn du schon Meister vom Fach bist, immer noch besser wollen zu werden. Von wo holst du dir den Antrieb? Oder was ist da in dir drin, wo dir sagt, hey, ich muss weiterarbeiten und noch weiterarbeiten? Ja, das ist einfach das Feuer, das immer schon brennt hat. Wenn ich schon in den Zirkus gegangen bin, dann habe ich nachher auch gedacht, oh, ich will auch irgendwas so etwas machen. Die ganze Showwelt hat mich immer unglaublich angezogen und animiert. Und dass dann die Zauberei dazugekommen ist, das konnte ich vorher nicht wissen. Aber das
ja, das ganze Feld vom Wissen und Nichtwissen und Neugier erwirken, das ja, lässt mich nicht los. Was zeichnet denn die Faszination aus? Oder wie kann man das in Wort fassen? Also ich denke, das geht allen so, wenn man etwas sieht, das man sich nicht erklären kann. Und das kommt dann nicht direkt so häufig vor. Also es gibt zwar endlos viele Fragen, die man nicht lösen kann, aber wenn man etwas sieht vor einem, was unerklärlich ist, dann muss man dem nachgehen. Also man muss dahinter schauen, sage ich jetzt mal. Es geht gar nicht anders, so ist der Mensch, behaupte ich. Und Neugier ist etwas vom Wesentlichen, wo der Mensch vorwärts treibt und wo uns zu dem macht, was wir jetzt sind. Und dieser Neugier bin ich halt erlegen. Und diese Neugier hat dich auch angestachelt, um in die Welt hineinzutauchen, von der Inspiration, von der Illusion? Genau, also ich wollte immer wissen, was ist denn jetzt, was ist Wahrheit, Esoterik, all diese weiteren Felder. Es gibt Menschen, die sagen, das ist so, es gibt andere, die sagen, das ist überhaupt nicht so. Wie ist es denn jetzt? Und in der Magie, das gibt mir die Möglichkeit, so Phänomene direkt können umzusetzen und in so eine Welt hineinzukommen und auch den Zuschauern zu zeigen, wo ich immer auch wollen sehen und reingehen. Und da gibt es viele Felder drumherum, die ein ähnlich sind wie Zauberei und Magie und Illusion, die ich nicht mache, aber die mich auch interessiert. Also kann man sagen, Magie ist eigentlich ganz plump oder generell gesagt die Welt zwischen den Welten, zwischen der Realität und der Fantasie. Ja, also die Magie, die ich mache, ist die, wo man kann mit einem Fingerschnipp erwirken, wo man kann die Leute einladen in eine Show und sie gehen jetzt in die Welt und sehen Phänomene. Und alle anderen Gebiete, dort weiss man nicht, ob vielleicht etwas passiert und wenn es passiert, kann man auch nicht sicher sein. Ja, also man kann es nicht voraussagen, dass irgendwelche Phänomene passieren. Und bei mir ist das, ich sage das voraus. Und die passieren und sind natürlich auch erschaffen von mir ganz direkt. Das ist alles minutiös durchgeplant im Hintergrund, mit technischen Hilfsmitteln auch, mit Farbenspiel, mit Lichteffekt. Das ist unglaublich, oder? Dass du wie da so eine Welt kreierst, wo man kann mitgerissen werden kann. Ja, also es braucht nicht zwingend Technik. Ich meine, jeder Musikshow hat endlos Technik und Millionen von Franken dahinter. Aber schlussendlich geht es nur um den Gesang schön überzubringen. Und das ist natürlich ähnlich in der Magie. Es geht nicht eigentlich um Technik, sondern wirklich nur um das Ungewisse, das kleine Wunder, wo man näher kommt, wo man jetzt plötzlich einmal sieht und sich auch kann fragen und selbst fragen oder darf fragen, ja, aber wie macht er das? Und ich sage, es gibt immer so viele Lösungen wie Zuschauer. Jeder hat seine Idee, wie es könnte gehen und das ist für mich zum Teil sehr amüsant, auch dem zuzuhören, was die Leute sich denken. Jetzt bei diesem durchgeplanten Hintergrund, bei dieser Struktur im Hintergrund, sage ich jetzt mal, was Technik betrifft, damit so eine Show funktionieren kann, gibt es da einen Moment, einen schwersten Moment, wenn du dich zurückerinnerst? Weil ich stelle mir jetzt vor, es ist noch schwierig zum Improvisieren wahrscheinlich, wenn alles so durchgetimt ist. Also es ist wie bei jeder Musikshow. Wenn der Ton abstellt, kann man nicht viel machen. Und das ist eigentlich, kann man übertragen, eins zu eins. Also die grösseren Shows heutzutage, die dauern in den Hallenstadien, Theater auch, die hängen zu 100% von der Technik ab. Und wenn man zum Beispiel keinen Strom hat, dann ist die Show halt beendet. Dann kann man auch nicht viel improvisieren. Gibt es da einen Moment, den du rauspicken kannst, der für dich persönlich der schwerste Moment war? Es gibt natürlich ganz viele so Momente und Anekdoten und Geschichten. Aber jetzt ein grösserer Fail, sage ich jetzt einmal, der hat es gegeben, und zwar an Halloween in Malaysia. Ich habe dort über 150 Shows, also Abendshows, gezeigt. Und an diesem Halloween-Abend hat es halt nicht wollen sein. Und mitten in der Show hat es einen riesen Knall gegeben.
Und der Ton war weg. Das heisst, die Elektrizität hat es irgendwie nicht mehr wollen. Und also das ganze Publikum hat den Knall gehört. Und ich habe auch nicht gewusst zuerst, was los ist. Es hat sich dann herausgestellt, das hat Auswirkungen auf den Ton. Also das Licht war noch dort, aber der Ton von dem Showtheater war weg. Und das ist doch, hat 1500 Leute etwa. Es ist wie das Theater 11 da in Zürich, ähnliche Grösse, wo wir da bespielt haben. Und das ist eine lange Geschichte. Das ist dann, sie haben einen Elektriker müssen suchen. Und nach 15 Minuten ist es weitergegangen. Es hat dann wieder einen Knall gegeben. Es ist eine längere Geschichte. Insgesamt ist die Show 45 Minuten länger gegangen. Und die Leute haben so lange dann müssen warten, die dann geblieben sind. Und das haben halt auch alle gewusst. Also es ist offenbar technisch. Ja, da haben wir jetzt... so einen Moment. Genau, aber... Was ist in einer Show passiert? Was macht der Peter Marvin? Ah, ich mache dann irgendein Witzli. Das ist kein Problem. Also das ist für die, die jetzt zuhören, es ist nicht mein Handy. Nein, das ist die ganze Anlage hier. Ah, das ist die bessere Hälfte, die da glaub, versucht hat, uns zu verrutschen. Jetzt ja. Haben wir die schön her, sehe ich auf dem Display. Genau. Rechts geht der Sturm runter und ich bin im Magic House. Das Ganze ist jetzt ziemlich Magic hier. Was passiert euch da mit mir heute? Ja, also ich habe das Handy auf Flugmodus. Aha. Aber das nützt nichts. Das ist ja so viel auf On. Ja, dass es, wenn es läutet, dann läutet alles, oder? Spricht alles raus. Ja, genau. Also das passiert beim Zauberer daheim, wenn er den Knochen abstellt. Wenn die richtige Person anläutet, dann steigt sich der Knochen. Dann geht es überall los, oder? Unglaublich. Also es kann gut sein, dass das nochmal passiert. Wir wollen jetzt ein bisschen Holz im Feuer nachlegen. Wir haben von den schwierigen Momenten erzählt. Zurück zu deinem Erfolg. Was bedeutet dir Erfolg? Erfolg ist, wenn man die Träume, die man hat, wenn die in Erfüllung gehen. Wenn dann das auch so ist, wie ich es mir vorgenommen habe, ist das für mich Erfolg. Gibt es einen Unterschied zu Glück? Wenn einem das glücklich macht, und in meinem Fall ist das in der Regel so, dann ist das Glück, ja. Aber es muss nicht zwingend das Gleiche sein. Zauber, ey, da kommt einem da irgendjemand, der so Kartentrick zeigt. Ich meine, das, was du machst, das ist Illusion-Theater, oder? Das, ja, das ist in deinem Kopf, ist das, du kannst das Glas halb voll und halb leer sehen und du kannst in jedem Ausdruck kannst es positiv drehen und negativ. Illusion kannst du ganz negativ auch auslegen. Von dem her, also Illusionist, Magier, geht beides. Da ist beides zu. Illusionist ist halt in der Fachsprache schon der Begriff, der das Grösse bezeichnet, dass es eher Zauberei ist mit grossen Effekten. Menschen oder grösseren Gegenständen. Das ist bei uns so, in unserer Sprache, bei den Zauberern. Für sag mal, den Laien ist eine Illusion, kann etwas ganz Kleines auch sein. Gesetzt der Fall, du hättest eine One-Way-Zeitreisemaschine. Würdest du dann eher in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen? Tendenziell natürlich eher in die Zukunft, wenn es sie dann noch gibt. Das finde ich schon sehr spannend, die Zukunft. Aber ich bin ganz froh in der Zeit, in der wir sind. Weil das Besondere an dieser Zeit, finde ich, ist die Beschleunigung der Entwicklung. Ich glaube, das ist die Kurve, die am schnellsten die Gegend zunimmt, wo es immer schneller geht mit der Entwicklung. Und es ist in Millionen von Jahren relativ gemütlich gegangen, immer ein bisschen schneller. Und jetzt gibt es auch mit Hilfe der Computer extreme Beschleunigung in diesen Jahrzehnten oder in diesem Jahrhundert, auch im letzten. Und das finde ich eine sehr spannende Zeit. Du sprichst so, Computer, Internet, die sozialen Netzwerke. Ist das eine Chance oder ist das etwas Negatives für das Sozialverhalten der Menschen, wenn man jetzt ein bisschen weiter raus schaut? Also, wenn man jetzt die Zeitreisemaschine eben würde, jetzt um 100 Jahre führen drüllen. Positiv oder eher negativ? Ich sehe in allem Neuem ganz grundsätzlich eine riesige Chance. Ich denke, das Rad kann man unmöglich zurückdrehen. Ich finde es wahnsinnig positiv. Eine riesige Chance, dass man sich noch schneller näher kommt. Es ist eine riesige Chance, wie man reisen kann. Mit allen extrem negativen Aspekten, die es hat.
insgesamt ist es aber eine riesige Chance und mit dem Internet genau dasselbe. Mit all diesen Neuerungen muss man immer extrem darauf schauen, dass die Negativpunkte nicht überhand nehmen und einem nicht einen riesigen Strich durch die Rechnung machen. Das ist wirklich das grosse Negative, aber insgesamt, man muss den Weg gehen mit allen Neuerungen. Es gibt kein Zurück. Und man muss halt schauen, Leitplanken zu haben, dass, um das Negativste möglichst im Zaum können zu halten. Existieren wird es immer. Wenn du die Möglichkeit hättest, mit dir zu reden, was würdest du sie fragen? Es gibt ja Tiere, die reden können. Ich kenne Künstler, die haben einen Hund, der reden kann. Auf der Bühne machen sie das. Und es gibt da schöne Anekdoten. Ich bin mal zusammen, habe ich geschafft mit einem Buchredner, der einen Hund hatte. Das ist ein richtiger, lebender Hund auf der Bühne. Und der hat können reden. Also, der hat auf der Bühne geredet, hat das Maul so bewegt und geredet. Und der hat er in der Garderobe gehabt, in meiner. Und dann bin ich mal in die Garderobe gekommen und eine Künstlerin, eine junge 18-Jährige, war dort rein, eine Spanierin. Und dann hat man die gesehen, sie hat wirklich das Gefühl gehabt, der Hund könne reden. Mhm. Hat sich runtergebogen zu dem Hund, der dort in der Garderobe war und hat zu ihm gesagt, «Habla, habla conmigo, habla, habla!» Und das war natürlich der Hit von dem ganzen Gastspiel. Künstler, das ist gerade umgegangen wie ein Lauffeuer, dass sie wirklich fest daran geglaubt hat, die können jetzt mit ihr reden. Mhm. Und das war so lustig, die Situation, oder? Dass sie das Gefühl hat, der Hund versteht sie jetzt. Du sprichst gerade ein Beispiel an von einem deiner unzähligen internationalen Auftritte. Hast jetzt da eins rausgepickt. Was bedeutet die Heimat? Also du bist ja immer noch da in der Schweiz daheim. Feusisberg, übrigens eine sensationelle Aussicht, die man jetzt da gar kann geniessen kann. Von der Terrasse da beim Magic House. Ja, ich habe es von der einen Seite vom Zürichsee, ich bin noch in Rüti, Zürich aufgewachsen, auf die andere Seite geschafft. Und wird wahrscheinlich da bleiben als Mittelpunkt, wo ich auch die Requisiten lagere, die wir proben. Und die Schweiz ist für mich natürlich die Heimat. Aber ich sehe mich auch oft als, ja, die Welt ist genauso die Heimat. Also, aber klar, wenn man irgendwo hin muss, dann geht man in die Schweiz, um sich am meisten zu Hause fühlen. Das ist schon klar. Ich denke, es hat so viele Aspekte, es ist schwierig, das aufzuzählen, was Heimat ist. Aber es ist schon mal die Sprache natürlich, dass die Leute die Sprache reden, Schweizerdeutsch. Das holprige Schweizerdeutsch. Oder? Wenn man dich mit deiner Passion sieht auf der Bühne, dann ist eigentlich klar, deine Heimat ist die Bühne, deine Heimat ist die Show. Ja, Magie ist meine Heimat und die Bühne ist dann sowieso dazugekommen. Es ist nicht so, dass ich von der Bühne abhängig bin. Ich trete sehr unregelmäßig auf. Es gibt einmal zwei Wochen, wo überhaupt nichts ist, wo man in einer Zwischenphase ist. Ich habe immer Freude aufzutreten, aber es ist nicht so bis jetzt, dass ich abhängig bin von dieser Bühne. Du sagst, du trittst sonst nicht auf. Ich meine, du tust auch daheim auftreten. Du hast ein eigenes Theater bei dir daheim. Also du schaffst daheim, du lebst daheim. Ja, und es ist öffentlich. Die Leute können das buchen, die Show, und kommen dann zu mir heim. Also in die unteren drei Stöcke sind die Bühne, ist für die reserviert. Und das ist weltweit einzigartig. Ja, wer macht das schon? Welcher Künstler? Ein Theater im Haus zu haben, wo man auch wohnt. Und ich liebe alles, was anders und verrückt ist. Und das hat sich jetzt so entwickelt und funktioniert auch sehr gut in der Schweiz. Das ist natürlich unregelmäßig, aber die Leute kommen und schauen sich die Show an, sitzen sehr nahe und näher wie sonst. Und das ist etwas Einzigartiges. Und es soll auch ein bisschen persönlich sein zuhause, weil es ist schon bei mir. Und da braucht es aber kein Hag ums Haus oder so. Das ist ganz offen und das funktioniert da ohne Problem. Wohingegen, wenn man jetzt auf Südamerika zum Beispiel geht oder Mittelamerika, ist alles eingezäunt und vergittert. Das ist jedes Haus. Und das sind ganz andere Verhältnisse, oder? Und das sind schon auch Qualitäten, wo sich ein Schweizer
gar nicht bewusst ist, was wir da haben. Du sagst, es läuft extrem. Eben, es ist ja auch in kürzester Zeit ausverkauft, die Shows, die bei dir daheim stattfinden. Du trittst in Asien auf, da kann man sich vielleicht noch eher erklären mit dem Hang der Leute zum Mystischen. Jetzt, wie erklärst du dir die Beliebtheit hier bei uns in der Schweiz? Also ich versuche halt immer das umzusetzen, was ich auch gerne würde sehen. Und das zieht sich durch alles durch, auch von den Kostümen her, von der Musik her. Es sind sehr unterschiedliche Moods, die ich da erschaffe. Und grössere und kleinere Welten. Es soll auch immer lustig sein, also zwischendrin. Das ist mir auch sehr wichtig, dass es nicht immer so ernst ist. Ich arbeite viel mit dem Publikum, nehme es auf die Bühne nur. Sie können das zum Teil anlangen, von hinten anschauen. Und das sind natürlich schon auch grössere Illusionen, die man sonst nie nicht sieht. Ich meine, wo kann man jemanden sehen, fliegen wie der Peter Pan? Und es kann man fast noch anlangen werden. Also, das ist schon etwas Spezielles, halt, was dann da abläuft. Und wo ich das ganze Leben eigentlich trainiert gegeben habe, um es immer zu verbessern und unglaublicher zu machen. Und das ist eine eigene Welt, wo man reinkommt und kann geniessen für 2 Stunden. Und das hat eine Anziehung. Du sprichst es an, du hast dein Leben in das investiert. Ich meine, sonst wärst du nicht der Weltstar, wo du heute bist. Jetzt, wenn du einen beliebigen Moment von deinem Leben, wo du eben in Magie investiert hast, nochmal könntest du erleben, welcher Moment wäre das? Also ein magischer Moment, du meinst das jetzt eher beruflich? Beruflich ist es vielleicht eher naheliegend jetzt bei dir, aber sonst ganz allgemein. Also was natürlich einmalig war, ist die fliegende Kutsche, wo ich im Hallenstadion in Zürich das erste Mal wirklich auch getestet habe, wo das funktioniert hat. Und wo das Publikum rundherum sitzt. Das ist sehr, sehr schwierig für einen Magier, umringt in einem Stadion und dann auf Sand können etwas zu zeigen. Mit dir? Mit dir, genau. Was also, ja ein sehr unberechenbarer Faktor ist, oder? Genau, also das hat dann viele Faktoren dabei, die sehr speziell sind, die man sich vielleicht gar nicht so überlegt. Also wir haben keine Bühne gehabt, sondern es war ja nichts rum gewesen. Und es sind auch Sachen passiert im Voraus, die nicht hätte erzählen. Und dann hat das dann doch geklappt. Und also auf den letzten Moment hin, das war schon ein unglaublicher Moment für mich. Und es war in der Heimat, hier in der Schweiz. Jetzt, wenn du gezwungen würdest werden, dein Zuhause, dein Magic House hier zu verlassen und du könntest nur 2 Sachen mitnehmen von hier, welche wären das? 2 Sachen von hier? Ja, eigentlich müsste ich nur etwas mitnehmen. Und zwar ist es der Zauberstab. Und dann hättest du aber noch mal etwas, das wäre Vivi, deine Freundin. Ich könnte dann alles wieder anzaubern. sehr gut. Was ist dir wichtiger, Freiheit oder Sicherheit? Eben, du verzichtest als Weltstar auf den Stacheldraht zu und da ums Haus herum, auf die Überwachungskameras. Also da ist bei mir auf der Zunge Freiheit. Ist dir wichtiger? Ja, klar. Also, das ist ganz klar so. Wobei sind beide Komponenten wichtig. Aber grundsätzlich ist das natürlich die Freiheit. Und das ist immer schon eigentlich so gewesen, mein Weg, dass ich nicht gross entschieden habe, sondern einfach gemacht habe. Man muss einfach machen und umsetzen, was oben ist. Und ich habe dann gar nicht so gross abgewägt und mir überlegt, was alles könnte passieren. Weil es könnte ja so vieles passieren. Und am Schluss darf man eigentlich nicht mal aus dem Haus rausgehen. Sondern irgendwo muss man sich sagen, man macht jetzt das einfach. Und du hast extrem viel gemacht und extrem viele Ereignisse erlebt, beruflich und privat, bei deinen Reisen auch, oder? Die Shows sind immer auch mit Reisen verbunden. Was nimmst du gedanklich mit auf deine Reisen einmal? Was begleitet dich immer wieder? Oder was hast du von deinen Reisen auch können lernen, für dich ganz persönlich als Mensch? Ich sehe natürlich vieles, denke ich, von sehr unterschiedlichen Seiten. Und ich habe immer noch gewisse Meinungen, die ich vertrete. Aber ich sehe auch immer das Gegenüber und andere Meinungen und Einstellungen, die aus anderen Gründen auch logisch erklärbar sind und auch vertretbar aus dieser Sicht.
Und man sieht sich selber ein bisschen von verschiedenen Sichtwinkeln vielleicht auch. Die Heimat auch anders. Man schätzt sie vielleicht mehr, sieht aber auch wieder Nachteile oder darf sich Sachen auch fragen. Und das bringt das Reisen mit sich, dass man einfach alles von verschiedenen Seiten sieht. Und auch wenn man eine Meinung hat, muss ich manchmal sagen, das ist zwar immer noch meine Meinung, aber je nachdem muss man nicht alles aufs Letzte ausdiskutieren. Es bringt schlussendlich niemandem etwas. Aber es ist eine schweizerische Tugend, nicht? Also da muss alles bis ins letzte Detail immer mit Prinzipienfragen ausdiskutiert sein, bis man dann weiterkommt, oder? Und also ich mache das auch gern. Mhm. Das finde ich, haben wir auch in der Schule viel gemacht und diskutiert. Und das finde ich auch toll. Und also was ich zum Beispiel unglaublich toll finde, ist, dass man da auch kann sagen, ich finde das, aber Mehrheit will jetzt eben das. Und darum beugt man sich dem jetzt und folgt dieser Regel, weil die Mehrheit will über das. Und das funktioniert hier in der Schweiz. Kann man aber bereits nicht sagen, dass das für alle Leute und Länder auch das Beste ist. Auch wenn man so überzeugt ist von dem, für andere gelten halt vielleicht auch andere Regeln. Aber bei uns funktioniert jetzt das und das finde ich sehr schön, auch die Diskussionen, die es dann gibt, im Radio, die ich zum Teil mitverfolge, wo ich dann doch mal sage, okay, also die Leute haben das absolut durchbegriffen und das ist eine schöne Kultur, die eben, wir haben. Und eigentlich regt man sich manchmal auf, oder? Wenn man da selber drin steckt, aber wenn man von außen, wenn man gerade reisen, dann denkt man irgendwie, eigentlich ist das noch etwas Schönes, oder? Dass das in unserem Land möglich ist, eigentlich auch ein Privileg. Das ist ein unglaubliches Privileg, wo auch in der kleinen Schweiz sehr gut funktioniert. Und wir sind vielleicht dann zum Teil ein bisschen langsam, aber insgesamt ist es sicher die richtige Lösung für uns. Und eben, man soll es dann bereits aber nicht über andere bestimmen und sagen, das wäre für euch auch das Richtige. Dort fängt es dann schon wieder an, wo man kann auch diskutieren. Ja, man kann dann schon diskutieren, oder? Bei diesen Diskussionen mit Wegschichten, jetzt wird es schon fast ein bisschen politisch, wenn du die Möglichkeit hättest, in der Zeit zu reisen und jemanden auszulöschen, weißt du, mit deiner Zauberkraft, wer wäre das und warum? Also das könnte gut sein, irgendwelche gewisse Diktatoren. Ich denke nicht, dass alles einfach so muss sein, wie es war. Ich glaube schon, dass es Glück und Pech gibt. Und von dem her, gut, das ist ja so einfach gesagt, oder? Wenn man dann ins Detail ging, dann, wenn man irgendetwas wird eingreifen würde, dann würde es wieder anderen Leuten schaden und so weiter. Also es wäre ja endlos. Aber einfach so emotional einmal gesagt, denke ich, wenn gewisse Diktatoren nicht existiert hätten, dann wäre es wahrscheinlich für die Mehrheit von den Leuten ein Segen gewesen. Zurück zu dir. Beschreib mal ein Ereignis, von dem du rückblickend kannst sagen, ich, Peter Marwey, kann nicht glauben, dass ich das je gemacht habe. Ein Ereignis, also da gibt es viele, die ich eigentlich nicht mir gar nicht gross vorgestellt habe, wie schwierig das könnte werden. Und dann hat man es einfach gemacht. Es gibt so ein schönes Sprichwort, ich kann es jetzt nicht wörtlich erzählen, aber er wusste nicht, dass es nicht möglich ist, also hat er es gemacht. Und das ist bei mir oft so der Fall gewesen. Also ob jetzt das Magic House ist oder vielleicht das Fliegen und dass ich das umgesetzt habe auf eine Art, wo man es so nicht kennt, wo man ganz nah das wirklich kann sehen und es funktioniert. Also da gibt es viele Beispiele. Da ist die fliegende Kutsche, die eine Verrücktheit ist, aber die funktioniert, wo es nie etwas Ähnliches gegeben hat. Das sind, ja, aber ich freue mich dann gar nicht so gross, wieso. Ich mache es einfach. Und das ist das ganz Wichtigste, dass man dem vertraut, seinen Träumen, und sie einfach umsetzt. Weil wenn man einen Traum hat, ein Traum ist etwas, was es irgendwie nicht gibt. Und alle Menschen würden sagen, ja, ein Traum ist, das kannst du nicht machen, sonst wäre es kein Traum. Also man muss ihn einfach machen und umsetzen und nicht zu lange überlegen. Also ein Traum ist auch irgendwo ein Trieb, wo man in sich hinein hat, wo schlummert, wo vielleicht auch Potenzial für etwas hat. Genau, es gibt auch das Kunst muss.
Also es ist nicht, ja, was ist jetzt und kommt man am besten und nachher, sondern es ist ein Trieb, genau wie du sagst. Und man setzt das einfach um. Und auch wenn es vielleicht einmal keinen Sinn macht gegen aussen, das muss einfach sein. Wir bleiben gerade beim Innenleben. Wie findet Peter Marwey bei seinem randvollen Terminkalender, wie gesagt, von London bis auf Tokio, Hollywood und überall unterwegs, zu seiner inneren Balance? Schlussendlich bestimme ich, was passiert und was nicht passiert. Ich habe kein Management, wo ich meine Unterschrift abgebe. Und ich habe immer schon bestimmt, was ich dann machen will und was ich auch nicht machen möchte. Und das tue ich mir eigentlich so zusammensetzen, dass es noch Freiräume lässt, wo ich kreativ sein kann. Ich bin es zum Teil, finde ich, zu wenig, muss zu viele Sachen schon machen, die einfach ja müssen sein, die dann aber nicht kreativ sind. Und das stimmt, dass ich manchmal muss mir ein bisschen die Zeit nehmen muss, zum kreativ sein. Und das ist auch etwas vom Schönsten, wenn ich mich aufs Sofa schmeißen oder aufs Bett und einfach mal denken und etwas zeichnen. Und wo vielleicht nicht dann zwingend gerade zu etwas führt oder dann einfach in der Schublade landet. Aber das sind eigentlich ganz schöne Momente. Und die gibt es schon ein bisschen weniger, da hast du recht. Aber insgesamt bin ich immer noch, kann ich bestimmen. Und das soll auch so bleiben, auch wenn ich mit vielen Agenturen zusammenarbeite. Wie siehst du dich in 10 Jahren? Gibt es da irgendeinen Traum? Haben Sie vorher von den Träumen gehabt, wo in dir schlummern, die du noch umsetzen willst? Oder Peter Marwey in 10 Jahren? Da bin ich ganz sicher 10 Jahre älter, wenn es mich dann noch gibt. Ich hoffe es natürlich ganz fest. Ein Traum ist natürlich, alt zu werden und immer so, noch so rüstig wie irgendwelche 90-jährigen Politiker, die sich fragen, wieso sind die immer noch irgendwie an der Macht. Auf die andere Seite muss man sich sagen, also wenn ich mal 90 bin und immer noch so gut drauf, nur schon geistig, das ist ja unglaublich, so etwas dann zu erreichen. Also das ist ein Wunder, das körperlich auch durchzuheben. Also das sind grundsätzliche Träume, die nicht direkt mit der Zauberei etwas zu tun haben, sondern einfach mit einem selber, mit der Gesundheit, wo man muss sagen, ja, das wäre toll, wenn das auch so weit kommt, wenn man noch so alt ist und könnte, egal ob das Shows sind oder man macht ein Seminar für Kollegen, einfach aktiv zu sein. Wie sieht bei dir ein gelungener Feierabend aus, Peter? Da raus, auf der Terrasse auf Zürich herunterschauen, einen Geib trinken, oder wie sieht ein gelungener Feierabend? Ja, du sagst es. Also, ganz genau, aber den Geib gibt es natürlich nur in bester Gesellschaft. Ich trinke nie, wenn ich allein bin, ist ausnahmslos. Aber wenn ich in guter Gesellschaft bin und so, ja, die Sonne langsam am Horizont entgegen saust, dann mal genau einen Geib zu trinken oder einen Mojito. Oder ein Pisco Sour, das ist ja so das, was ich gerne habe. Das ist natürlich wahnsinnig toll, wenn man das mal ab und zu machen kann. Die hören zigtausend Leute zu, schauen zu, staunen über dich und sehen dich in eben vollen Stadien. Jetzt, wenn du für 30 Sekunden die Aufmerksamkeit von der ganzen Welt aufs Mal hättest, was würdest du sagen oder machen? Dass man doch an das Wunder glauben, hoffen, dass es das tatsächlich auch gibt, dem nacheifern und dem folgen, an das Glauben, dass es das gibt. Was möchtest du jetzt an dieser Stelle den Zuhörerinnen und Zuhörern von Salis trifft auf den Weg geben? Wenn ihr jetzt das Wunder nicht gerade seht, dann kommt in meine Magic Show. Ich zeige eine neue Magic Show, Peter Marwey und Friends, in Zürich in der Maghalle. Und zwar im Dezember mit vielen von den allerbesten Zauberfreunden, die ich habe, um die ganze Welt. Die lade ich ein nach Zürich. Und die Show heisst, wie gesagt, Peter Marwey and Friends. Es ist eine ganz neue Art, die ich umsetzen will mit einer Illusion, eine neue Illusion, Too Fast. «Too Focus» heisst die. Ein Auto hat dort die Hauptrolle. Und die muss man unbedingt sehen. Gerade wenn man mal kein Wunder sieht, dann sehen wir es ganz sicher in dieser Show. Und ich habe ein sehr inspirierendes Gespräch mit dir führen, hier im Magic House. Es war mir eine riesen Freude. P
Peter, und ich wünsche dir beruflich wie auch privat nur das Beste. Habe gute Zeit, hab dir Sorge und mach weiter so. Ja, Gianfranco, das wünsche ich dir auch und allen unseren Zuhörern natürlich auch. Salis trifft, die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Das ist der Podcast Salis trifft. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenk mir doch bitte deine Bewertung auf iTunes und hinterlasse mir einen kurzen Kommentar. Ich freue mich auf dein Feedback. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal.